Anzeichen bei Pilzbefall. Merkt euch die Anzeichen von Pilzen im Körper. Erstens Juckreiz. Wenn der Juckreiz entsteht, zum Beispiel sagt man beim Hund, sein Ohr ist erkältet, was macht der Hund? Er kratzt. Wenn der Hund sein Ohr kratzt, dann hat er Pilz im Ohr. Wenn der Mensch sein Ohr kratzt, mit Ohrstäbchen, Zahnstochern, hier gibt es nur eine Möglichkeit, Pilz. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn Juckreiz im Ohr entsteht, ist das Pilz. Weitere Anzeichen sind Risse, Blasen, Schlurfen. Gemeint sind nicht Druckblasen, sondern Bildungen von unbekannten Schlurfen auf der Haut, zum Beispiel Leistengegend. Oder es entstehen feuchte Stellen und es blättert überall ab, wo feucht wird. Alles, was Pilze betrifft, muss man genau wissen. Wenn ich anfange, auf medizinische Weise zu reden, dann entstehen dort verschiedene Pappel, Vesikel, Pusteln. Denjenigen, der diese Schwierigkeiten eingeführt hat, versteht keiner. Warum nicht einfacher benennen? Wahrscheinlich, um alle zu verwirren. Das hat sich noch von den Zeiten der Schamanen gehalten. Informationen sollen nicht an die Masse gelangen. Schamanen waren die wichtigsten Menschen, die alles im Geheimen bewahrten. Die Heilerinnen haben sie abgelöst, die ebenfalls ihre Geheimnisse bewahrten. Ich habe einen guten Bekannten, der Alkoholismus mit irgendwelchen Kräutern heilt. Was das für Kräuter sind, verrät er unter Folter nicht, selbst wenn er stark angetrunken ist. Das Rezept wurde ihm vor langer Zeit überliefert und er bewahrt dieses im Geheimen. Egal wie man ihn auch anfleht, sagt er nicht, welche Kräuter er verwendet. Als seine Bekannte wissen wir aber ganz genau, vom Alkoholismus heilt er tatsächlich. Das ist bei den einen ein Familienunternehmen, Alkoholismus ist Schrecken und Leiden für viele Menschen und für manche ist es Business. Ich würde sagen, dass es falsch ist, weil alles, was wir wissen, zum Wohle der Menschen genutzt werden soll. Wenn wir für jeden Fitzelchen Geld verlangen, wird das nicht funktionieren. Denn was wir kostenlos geben können, geben wir kostenlos. Das, was kein Papier kostet, was keine Miete fordert und so weiter. Also das, wofür man von uns kein Geld verlangt, wichtige Informationen muss man den Menschen kostenlos geben. Also, alles, was gleichzeitig abblättert, Risse kriegt und feucht wird, oft kommen Menschen und zeigen Dinge auf den Handflächen, auf den Rückseiten, die völlig unklar sind. Zum Beispiel, als ob auf dieser Stelle gleichzeitig zerkratzt und verbrannt ist. Alles, was auf den Handflächen, in den Achselhöhlen, in der Leistengegend, das alles sind Pilze. Wenn von irgendwoher etwas Weißes austritt, käsig, flockig, das sind auch Pilze. Dabei ist es unwichtig, aus dem Mund, den Bronchien, Vagina, Mandeln, weißes Sputum, die im Wasser untergeht. Beispiel, wenn ihr nicht wisst, welche Art von Bronchitis ihr habt, ob der Mensch Zähne putzt oder raucht, muss er ständig ausspeien, er hustet ständig und dieses Husten ist mit Rauschen. Die Frauen husten in der Regel weniger, sie sind seltener mit Bronchitis erkrankt. Sie atmen mit der Brust, ihre Lüftung der Lunge ist ausreichend. Die Männer aber atmen überwiegend mit dem Bauch, deswegen haben sie seltener Verstopfung. Der Brustkorb bewegt sich dagegen fast gar nicht, deswegen haben sie sehr oft Bronchitis. Man muss unbedingt feststellen, ob die Bronchitis von dem Pilz kommt oder nicht. Beispiel: Wenn der Mensch viel Sputum, also Schleim, hat, dieser ist aber weiß oder weißlich oder sehr, sehr dicht, sich schlecht ausspeien lässt, sie sich zieht, sie irgendwie trocken ist, käsig und im Glaswasser untergeht, ist das Pilz. Wenn es im Glas nicht untergeht, dann sind das Bakterien, die nicht versinken, weil sie mit Luft sind. Merkt es euch so, alles, was flockig aussieht, nicht grün, nicht graubraun mit rotem Stich, wenn es weißlich käsig ist, ist das Pilz. Alles, was auf der Zunge weiß und käsig körnig ist, ist das Pilz. Beispiel: Ihr legt euch abends hin, die Zunge war normal. Morgens steht ihr auf und auf der Zunge ist eine weiße Schicht. Das ist Pilz. Das Lymphsystem sammelt die ganze Nacht dieses weißes Belag und legt auf den Zotten der Zunge wie auf den Teppich vor der Tür ab. Denn er muss rausgeworfen werden. Genau genommen mit dem Essen zusammen ausgeschieden und ausgespuckt. Normale Menschen schaben den Belag jeden Morgen ab. Sie verstehen, was das für ein Belag ist. Der Belag aber darf nicht auf der Zunge sein. Die Zunge muss rosa und sauber sein. Alles, was nicht schmerzt, ist Pilz. Die Pilze knabbern Nervenendungen ab. Zur Haut führt eine große Menge von Nervenendungen. Und stellt euch vor, was würde ein Kranker fühlen, wenn er
Psoriasis, also Schuppenflechte hat. Wäre eine große Fläche der Haut betroffen, dann würde er ständig sekundenweise gereizt sein. Er würde vor Schmerz wahnsinnig werden. Beim kleinsten Anritzen der Haut wäre die Schmerzen unerträglich. Wenn die pilzbefallene Haut schmerzen würde, wäre der Mensch zu reizhaft sein und er würde vor Schmerzschock sterben. Aber der Pilz arbeitet gezielt daran und knabbert alles ab. Er erobert quasi Hautbereiche und macht sie unkontrollierbar. Weitere Anzeichen von Pilzen im Körper. Alles, was auf der Haut ablittert, abfällt, von der Haut raussteht, in Ringen oder anderen Formen ablittert, gleichmäßig oder ungleichmäßig, überall, wo es Schuppen gibt. Stellt euch vor, es entsteht ein Fleck auf dem Ellbogen. Er steht aus, schmerzt nicht, juckt nicht, aber es sind ständig irgendwelche Schuppen drauf. Sie kommen aus der Sauna, die Schuppen sind weg. Aber nach einem halben Tag erscheinen sie wieder. Das ist derselbe Pilz. In der Regel sammeln sich die Pilze im Bereich großer Lymphknoten. Aus einem einfachen Grund. Der Pilz ist im Zwischenzellraum. Da ist eine Zelle und der Zwischenzellbereich ist Wasser. Das Redoxpotential von diesem Wasser ist ungefähr minus 50 mV. Die Umgebung muss entweder leicht alkalisch oder leicht säuerlich sein. Wenn die Umgebung eher stark säuerlich wird, dann fängt der Pilz sich um die Zelle herum zu vermehren. Hierher kann er auf verschiedene Weise gelangen. Zum Beispiel gelangt er ins Zwischenzellwasser mit dem Blutstrom aus dem Verdauungstrakt. Zwischenzellwasser muss fließen. Jeden Abend muss Wasser hierher gelangen und jeden Morgen muss sie rausgeführt werden. Sie wird vom Lymphsystem rausgeführt. Hier liegen die Lymphströme, die mit Lymphknoten enden. In den Lymphknoten gibt es einen Eingang und einen Ausgang. Hier arbeitet das Lymphsystem. Also werden hier die Lebensformen, die sich in den Lymphknoten eingesaugt haben, oder molekulare Formen getötet, gebrochen oder vernichtet. Auf diese Weise findet die Reinigung statt. Dann geht die saubere Lymphflüssigkeit in eine Richtung und die schmutzige Lymphflüssigkeit in die andere zum Auswurf. Schauen wir diesen Prozess in Beispielen an. Die Pilze gelangen in den Körper über den Leistenbereich, Candidiasis, überträgt sich auch beim Geschlechtsverkehr. Hier gibt es Lymphknoten, die den Pilz nicht weiter nach oben durchlassen. Im Bereich der Gebärmutter nimmt das Lymphsystem die Pilze aus den Zellzwischenräumen und zieht sie in die Lymphknoten. Die Lymphknoten in den Leistengegend halten diesen Pilz. Dann müssen sie ihn irgendwohin abwerfen. Deswegen schmeißen sie ihn über die Schleime der Vaginalscheide. So fängt bei der Frau pilziger weißer Ausfluss. Womit kämpfen wir eigentlich in solchen Fällen? Mit dem weißen Ausfluss. Aber das sind tote Pilze, welche die Lymphknoten nicht weiter leiten. Die Lymphknoten haben nicht zur Aufgabe, das weiter nach oben zu ziehen, weil sie dann praktisch die ganze Kanalisation des Lymphsystems belagern könnten. Deswegen, dort wo der Pilz aufgehalten wird, dort wird er auch rausgeworfen. Wenn das der Darmbereich ist, dann wird der Auswurf in Form von Kot sein. Wenn das Lungen sind, dann wird der Auswurf über die Nase sein, über die Bronchi, über Sputum. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wird es schneller rausgeworfen, zum Beispiel über die Haut. Wenn es im Darm viele Pilze gibt, dann werden in den verschiedenen Bereichen des Bauches, in der Zone der Lymphknoten, Verletzungen der Haut auftreten. Beim Kind wird es Diathesenzentren sein. Wo liegen diese Zentren? Normalerweise sind das Ellbogen, Leistengegend, am Popo, unterm Knie, Bäuchlein und Kiefer-Lymphknoten. Also, Zonen der großen Lymphknoten. Das heißt, dass überall in den Zellzwischenräumen Flüssigkeit mit dem Pilz sich befindet. Bei den einen ist das Candidiasis, bei den anderen sind es andere Pilze. Was meinen Sie? Auf welche Weise können in den Körper eines 3 Monate alten Kindes Pilze gelangen? Ja, das kann ein schmutziger Schnulle sein, aber meist sind die Pilze in der Muttermilch. Ich empfehle allen stillenden Müttern, ihre Milch unter Mikroskop zu betrachten. Es wimmelt dort von Pilzen. Die Frage ist, was tun? Soll man die Mutter behandeln oder die Milch sterilisieren? Wenn das Kind Diathese, Neigung des Körpers zu einer bestimmten Krankheit hat, von der Milch hat, stärkste Dysbiose, also bakterielles Ungleichgewicht,
Candidiasis, Stomatitis und es kann in jedem Alter sein. Zum Beispiel kann ein 2 Jahre altes Kind sterben. Wenn er 6 Monate ist, sind die Überlebenschancen höher. Wenn er 9 Monate alt ist, stehen die Chancen noch besser. Also, je älter das Kind ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit zu überleben. Wenn die Milch aber immer mit Pilz kommt und man kann mit der Mutter nichts machen, muss man auf künstliche Ernährung übergehen, also gesunde Nahrung, weil es für ein Kind nichts Schlimmeres gibt als ein Pilz. Er wird für den Rest des Lebens Diätese und Sonstiges haben. Man spricht von irgendeiner Allergie und was ist eine Allergie? Keiner weiß es. Unter Allergie können 333 Namen stehen. Alles, was über die Haut bereinigt wird, nennen wir Allergie. Es ist aber nicht ganz so. Im gegebenen Fall sind es Toxine von Pilzen und die abgesonderten Pilze. Ein weiteres Anzeichen von Pilz: Gelenkschmerzen. Dem Menschen schmerzt ein Gelenk. Zwischen 2 Gelenkknochen ist Knorpel und so weiter. Aber was kann da schmerzen? Manche sagen, dass dort nichts schmerzen kann, weil dort nichts ist. Aber Knochen und Knorpel können nicht schmerzen, weil es dort keine Nervenendungen gibt. Die Innenflüssigkeit kann auch nicht schmerzen, aber sie kann entzündet sein. Anders gesagt, darin kann jemand leben. Hinter dem Gelenk unter dem Knie gibt es eine Gruppe von Lymphknoten. Wenn der Mensch vom Pilz befallen ist, strebt der Pilz aus aller Kraft nach oben. Die Lymphknoten werden ihn aufhalten. In diesem Augenblick werden sie das Wasser aufhalten, das nach oben geht. Das Gelenk wird anschwellen und wenn es anschwillt, fängt es an zu schmerzen. Was macht der Körper? Er lässt die Temperatur steigen. Wofür? Um die Mikrozirkulation zu steigern. Wozu steigern? Damit die Leukozyten dorthin kommen. Was macht der Arzt? Er wird gegen den Schmerz ankämpfen und wird euch Aspirin verschreiben. Wird das helfen? Nein. Wird Delagil helfen? Nein. Er wird Profen verschreiben. Wird auch nicht helfen. Wird Diclofenac verschreiben? Wird nicht helfen. Wird Azathioprin verschreiben? Wird niemals helfen. Wird Ultraschall verschreiben, der schon 100% nicht helfen wird, weil man von vornherein klären muss, was dort ist, Pilze oder Bakterien? Das ist prinzipiell wichtig. Wenn alle Nägel befallen sind, da dürft ihr 3-mal raten, was es sein wird. Keine Antibiotika werden da helfen, weil das Lymphsystem der oberen Segmente dasselbe haben werden, was sie in den unteren Segmenten haben, damit der Pilz nicht weiterkommt. Denn wenn dieser weiterkommt, wird der Pilz den gesamten Körper erobern. Das ist wie Cordon, eine Absperrung, Grenzschutz. Oberhalb dieser keiner vorbeikommt. Was bedeutet Arthrose? Die Flüssigkeit kommt und geht und der abgestorbene Pilzeiter nirgendwohin verschwinden kann. Er bleibt. Genau genommen geht der Eiter, aber die Fäden von Fibrin bleiben. Die Makrophagen kommen. Sie beißen alles, was sie können, durch und zu dieser Zeit entsteht eine große Schlacht des Immunsystems, entweder mit dem Pilz oder den Bakterien. Hier herrscht Krieg. Hier ist das Feld der Kriegshandlung und man sollte diese nicht stören, man muss helfen. Man darf hier nichts erwärmen, es wird selbst warm und wir senken zunächst das Fieber, mit dem der Körper sich selbst warm hält. Wir fangen es dann selbst künstlich zu erwärmen. Wir machen im Grunde genommen unlogische Sachen. Auf die Gelenke darf man nur über Blut einwirken, über das innere Milieu, das Immunsystem stärken, die Mikrozirkulation mit zugehörigen Mitteln steigern. Wenn wir schon erwärmen, muss es trockene Wärme sein. Aber abkühlen darf man auch nicht, denn wenn die Temperatur der Gelenke von 36 auf 25 fällt, dann wird das die Temperatur der Nullimmunität sein. Wenn zum Beispiel eine Frau in Strümpfen rausgeht und die Temperatur minus 30 Grad ist, dann können die Gelenke ihre Temperatur nicht auf 36,6 Grad halten. Sie werden dann ungefähr 24 Grad haben. Das ist die Temperatur der Nullimmunität. Es folgt ständige Unterkühlung der Gelenke. Mal sind unsere Füße kalt, mal die Hände verfroren, mal die Knie verfroren und das ist alles Innengelenkflüssigkeit. Wenn Füße und Hände erfrieren, bedeutet das Spasmen der Gefäße. Wenn wir Gefäßspasmen haben, dann werden die Leukozyten nicht dorthin gelangen und niemand wird weder Pilz noch Bakterien noch jemand anderen fressen können. Deswegen,
Wenn wir sagen, der Mensch hat sich die Füße erkältet, meinen wir, dass nach Gefäßspasmen die Leukozyten ihr Zielort nicht erreicht haben und schließlich konnten sich die Pilze oder Bakterien vermehren. Ist nun der Mechanismus klar? Denn wir machen alles umgekehrt. Natürlich kann man irgendwo hinfahren und die Gelenke mit Schleim behandeln, aber was bringt das? Nichts. Nur wenn ihr Störungen im Salzablagerungsprozess habt. Doch das ist eine ganz andere Erkrankung und wir sprechen gerade über die Schwellung. Wenn irgendjemand sich irgendwo im Körper eingenistet hat, dann entwickelt sich ein Krieg zwischen Leukozyten und den neuen Bewohnern. Diejenigen, die versuchen, sich in uns einzunisten, von denen gibt es 5 Arten: Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten und die Protozoen. Das sind sogenannte Einzeller. Die Protozoen, wir nennen sie Einzeller, leben nicht in Gelenken. Hier leben keine Toxoplasmen, Giardia, Opisthorchi, sie leben an anderen Stellen. Wenn sich da jemand angesiedelt hat, dann endet der Name der Krankheit auf Latein meistens mit Is: Bronchitis, Arthritis, Colitis, Gastritis, Kieferhöhlenentzündung heißt Haemorrhitis, Nebenhöhlenentzündung, Bindehautentzündung, Stomatitis, Pyelonephritis, Glomerulonephritis, abhängig davon, was genau betroffen ist. Jemand wohnt dort und es herrscht Krieg, zum Beispiel Haemorrhitis, irgendwelches Eiter in der Nase. Warum tritt er in der Nase aus? Die Nase ist einfach ein Loch, eine Höhle. Da ist nichts, nirgendwo kann Eiter entstehen. Eiter kann mit dem Lymphsystem zur Nase kommen. Aber er kommt auf eigenem Wege. Warum geht er in die Nase? Er geht dorthin zum Ausscheiden. Dort ist sein Ausgang. Er kann in die Bronchie gehen, er kann in die Vagina gehen, in den Darm, aber ein Teil geht nach oben durch zur Nase. Er geht nicht von unten nach oben. Aus den Geschlechtsorganen setzt sich im ersten Stockwerk ab. Deswegen ist es aussichtslos, mit dem Schmerzen und Ausscheidungen zu kämpfen. Wenn es sie gibt, dann ist dort Pilz und das Lymphsystem funktioniert nicht. Habt ihr die Ausscheidungen nicht behandelt und diese hat aufgehört, so ist alles in Ordnung. Das heißt, alle kommen mit ihren Arbeit zurecht. Ihr habt dem Körper geholfen und er ist damit fertig geworden. Zum Beispiel, wenn ihr etwas gegen Magenschmerzen genommen habt, Knoblauch eingenommen oder bittere Pfeffer gleich 20 Körner, wird der Durchfall aufgehalten. Dasselbe, wenn ihr Präparate gegen Pilze nehmt, oder sie tötende Nahrungsmittel, Kräuter, ätherische Öle, Säfte. Übrigens, in Produkten, zum Beispiel Grapefruit, haben die ätherischen Öle dieselbe Wirkstoffe wie die Grapefruit selbst. Das Öl von der Wassermelone trägt genau solche Wirkstoffe wie die Wassermelone selbst. Das Öl vom Teebaum hat dieselbe Wirkstoffe wie der Teebaum. Alles, worüber wir reden, wirkt genauso mit ätherischen Ölen und genauso mit Säften. Sie können 10 verschiedene Pflanzen haben. Erstens, die Pflanze selbst. Zweitens, abgekochte Brühe der Pflanze. Drittens, zum Beispiel Pflanze selber. Viertens, ätherische Öle der Pflanze. Fünftens, pflanzliches Öl. Wenn Tanne, dann ist das Tannenöl. Wenn wir den Teebaum nehmen, dann können das ätherische Teebaumöl sein, Pflanzenstiel, Blätter des Teebaumes, also jegliche Produktion, die daraus entsteht. Wie wird sie wirken? Gleich. Nehmt ein Blatt von der Petersilie oder die ganze Petersilie. Es ist gleichgültig. Nehmt Saft der Preiselbeeren oder die Beeren selbst. Ist auch egal. Wenn ihr zum Beispiel Sesamöl nehmt und ihn in den Salat gibt, dann habt ihr außer einem Geschmack zusätzlich ein mächtiges antiparasitäres Mittel. Ihr isst einfach Salat. Tomaten, Gurken, Petersilie, legt Senf rein, Kreuzkümmel, Dill, Sellerie und zusätzlich Sesamöl oder die Sesamen und ihr habt einen sehr leckeren antiparasitären Antipilzsalat. Wenn in den Körper jeden Tag irgend sowas gegen Pilz gelangt, dann werdet ihr weder Pilz noch Viren noch Bakterien noch Parasiten haben. Es wird mäßig sein, in so einer minimalen Konzentration, die euch keinen Schaden mehr zufügt. Ihr müsst verstehen, wenn unser Schöpfer uns geschaffen hat, wenn er uns das alles zu essen gegeben hat, dann gibt es das alles bereits. Er hat uns nicht beraubt,
Uns ist bereits alles gegeben. Schaut doch um euch herum, in euch hinein und so weiter. Wenn unser zentrales Nervensystem so mächtig ist, dass sie jede Infektion stoppen kann, dann kann sie jede Immunität an beliebige Stelle schicken, kann beliebigen Krieg entfachen und das alles wird von selbst aufhören. Aber für das alles werden Kräfte benötigt. Dafür braucht es Zielstrebigkeit, dafür braucht man Wissen, dafür braucht man einen großen Glauben, dafür braucht man eine richtige Lebensweise, seinen Algorithmus, den ihr jeden Tag ausführt. Wenn es heißt Knoblauch jeden Tag, dann Knoblauch jeden Tag. Verlegt nichts. Wenn es heißt Meerrettich jeden Tag, dann Meerrettich. Verlegt nichts, sondern nehmt es jeden Tag. Findet, was ihr verträgt. Das darf es nicht geben. Denn der Pilz wird euch erobern, wenn ihr ihn jeden Tag mit Makaronen füttert oder zum Frühstück Hefebrot, zum Mittag Kondensmilch, zum Abendessen Kartoffeln hat. Habt ihr gesehen, wie Kartoffel schimmelt? Blitzartig. Versucht aber die Radieschen mit Schimmel zu versehen. Ihr schafft das nicht. Habt ihr jemals gesehen, wie Pflanzenöl schimmelt? Richtig, es schimmelt nicht stark. Es wird bitter, ja, aber schimmelt nicht stark. Weil der Pilz dort nichts zu suchen hat. Weil es dort bestimmte Stoffe gibt, die dem Pilz nicht passen. Ich sage das so. Pflanzenöl ist im Gegenkampf mit Pilz. Fast alle Hellminten hassen sie. Sie haben verstanden, sie sind auch im Gegenkampf mit Viren und Bakterien und mit allen anderen. Sie sind für uns, für sich und für uns. Sie suchen nach Schutzmöglichkeit. Jede Pflanze sucht irgendwas, damit es nicht gefressen wird. Wer soll das nicht essen? Die Pilze, Viren, Bakterien, Parasiten und wir natürlich. Natürlich überlegen sich die Pflanzen auch etwas gegen uns Menschen. Wenn wir also sehen, dass die eine oder andere Pflanze einen Schutzmechanismus ausgearbeitet hat, können wir diese Pflanze zu unserem Wohle nutzen. Es ist wichtig zu verstehen, was die Pilze in unserem Körper machen. Sie leben einfach dort. Ernähren sich, vermehren sich, bewegen sich, wandern und wir ernähren sie, ziehen sie groß und fügen ständig neue hinzu, jeden Tag. Mal trinken wir Buttermilch mit Pilz, mal einen Teepilz, mal Cordyceps, mal trinken wir Bier, Bierhefe ist auch ein Pilzart. Dann essen wir von morgens bis abends Teigware aus Hefeteig oder fangen an sogar Hefe zu trinken. Wenn das Bier auf Malz basiert, ist das besser, als wenn es auf Hefe basiert. Wenn schon Bier, dann muss er mit Malz sein. Wie wird aus einem Zuckersirup Wein? Es ist ein Produkt der Gärung. Die Milch wird mit Hilfe von Milchbakterien dick. Das ist was ganz anderes. Sie wird auf gesunde Art sauer. Bitte verwechselt nicht. Es gibt Parasiten, Helminten, die Einzeller und es gibt Pilze. Verwechselt niemanden mit dem anderen. Die Pilze sind für sich. Schimmel, Hefe, Bier, Brot und es gibt Bakterien. Es gibt noch Viren. Sie schauen alle in verschiedene Richtungen und sie sind alle gegeneinander. Nahrung gegen Pilz. Knoblauch, Zwiebeln, alles was antiparasitär ist, ist fast alles auch gegen Pilz. Hinzu kommen aber noch Nadelbäume, Fichte, Tanne. Alles, woher Saft, Harz fließt, gehört dazu. Aus Fichte fließt, damit der Pilz sie nicht angreift. Deswegen lebt sie nicht 30 Jahre wie die Birke, sondern länger. Deswegen lebt auch die Zeder lange, also alle Nadelbäume. Man kann sie in Saft legen, Aufguss auf Wasser erstellen, daraus kann man Brühe machen. Sie dämpfen, einfach aufhängen, kochen und einatmen. Sie kann also in allen Formen in den Körper eintreten. Am besten sind junge Fichtenzweige, Zeder und Tanne eingetrocknet und einfach in den Tee 2-3 Stück legen. Aus dem Harzsaft kann man verschiedene Getränke zubereiten. Jungen Saft, Harz, kann man essen, aber er ist sehr bitter. Harz kann man kauen. Es werden Kaugummis aus Harz verkauft und sie wird hervorragend mit den Parasiten fertig. Übrigens, alles, was diese Wirkung hat, funktioniert auch in Ölen und allen anderen Formen, zum Beispiel das Zedernöl wird auch gegen den Pilz sein. Weiter, der Teebaum und alle Produkte aus dem Baum, Öl, Öl des Teebaumes, Äther des Teebaumes, wir haben auch heilende Balsame. Kann man ätherische Öle trinken? Ja, wenn ein schwerer Fall von pathologischem Pilzbefall vorliegt, zum Beispiel Candidiasis oder etwas innen, dann kann man einen Tropfen des Teebaumöles mit einem halben Teelöffel Schmand, etwas Fettigem, mischen und das essen, weil es sich im Wasser nicht auflöst.
Aber nicht zu viel, ein Tropfen. Für den Erwachsenen kann man zwei nehmen. Wenn man das 2 Monate macht, dann kann man mit dem Pilz konkurrieren. Ätherische Öle müssen sich im beliebigen Fett auflösen, zum Beispiel Sahne. Bei Pilz kann man Honig essen. Sie können ihn nicht leiden, weil im Honig nichts lebt. Honig ist universell, 100% sterile Konstruktion. Dort kann weder Bakterie noch Pilz überleben. Da lebt überhaupt nichts. Ein gutes Mittel ist Propolis, Bienenharz. Ihr könnt Propolis-Extrakt trinken oder Aufguss auf Wasser oder den Propolis in Honig oder Marmelade legen oder ihn einfach kauen oder Honigwebe essen oder ein Stück hinter die Backen legen. Er wird sich dort lösen und in den Speichel einziehen. Völlig unwichtig, auf welche Art und Weise ihr ihn in den Körper bringt. Ihr könnt einen Aufguss daraus machen und ihn tröpfchenweise verdünnen. Wenn ihr keinen Aufguss machen wollt, tröpfelt etwas in ein Kaugummi und kaut es. Wie er in den Körper gelangt, ist unwichtig. Hauptsache, er kommt hinein. Alle Mittel, die Antihelmintikum sind, sind meistens auch gleichzeitig gegen Pilze. Das sind alle Arten von Pfeffer, Rettich, Meerrettich, alle Gewürze, angefangen mit Kümmel bis hin zu Kurkuma. Nagelpilz kann man heilen. Das Einzige, was notwendig ist, ist sowohl äußere als auch innere Anwendung. Nur durch äußere Einwirkung kann man den Nagelpilz nicht heilen. Auch mit ausschließlich innerer Einwirkung ist es schwer, das zu bekämpfen. Aber wenn man von einer und der anderen Seite angreift, dann lässt sich der Nagelpilz innerhalb eines halben Jahres heilen. Aber auch hier muss man den Mechanismus verstehen. Der Nagelpilz lebt nicht auf dem Nagel. Sie befinden sich in der Innengelenkflüssigkeit. Sie befinden sich im Körper, vom Knie bis zur Ferse. Dort ist das ganze Lymphsystem vom Pilz befallen. Was wirkt ebenfalls auf den Pilz? Alles, was organische Säuren hat: Johannisbeeren, Stachelbeeren, Preiselbeeren, Eberesche, Sanddorn, Heidelbeere, Brombeere. Alle saure Beeren sind gegen Pilz, auch Vogelkirsche. Sie ist ein mächtiges antiparasitäres Mittel, antibakteriell und gegen Pilz. Erbeesche und Aronie, besser noch rote Esche. Manchmal bildet sich Schimmel darauf, aber erst nachdem wir sie mit Zucker verrührt haben. Auf einer trockenen Preiselbeere wird es ein Jahr lang keinen Schimmel geben. Aber wenn ihr sie mit Zucker bestreut habt oder Wasser darauf kommt, dann werden Pilze darin recht aktiv und einzelne beschädigte Beeren können verschimmeln. Andere Preiselbeeren bleiben dabei unbeschädigt. Auf die Pilze wirken auch oranische Säuren, Lopoholi, Lopoharidi, Terpen und so weiter. Was tun beim Pilzbefall? Wenn der Pilz bereits im Körper ist, unwichtig wo genau, was soll man dann als erstes tun? Wenn der Pilz bereits drin ist, dann muss man weitere Zufuhr von Pilz unterbrechen. Zum Beispiel hat ein Kind Diathese. Wenn ihr beim Kind den Pilz behandeln wollt, muss man die Zufuhr von Pilz stoppen. Klärt, woher der Pilz kommt. Erste Variante: Milch. Zweitens: Wasser. Drittens: Hefebrot. Viertens: Früchte. Fünftens: saure Milch. Ausfindig machen und Zufuhr stoppen. Zweitens: den vorhandenen Pilz schwächen mit Mitteln, die gegen den Pilz wirken. Ich muss aber warnen, es dürfen nur natürliche Produkte sein. Das müssen Nahrungsmittel sein, weil Phytotherapie bereits Behandlung ist. Hier muss man den Unterschied verstehen. Die Nahrungsergänzungsmittel stehen hier an zweiter Stelle, weil es angereicherte Ernährung ist. Wir haben Nutraceutical, also Nahrung, und Parapharmazeutik, das ist Korrektur. Also, Preiselbeeren ist Nahrung und die Rinde des Ameisenbaumes, Eichenrinde, Wesseiche, das ist Parapharmazeutik, also Korrekturmittel. Ihr müsst unsere Produkte in zwei Arten aufteilen. Die einen essen wir und mit den anderen korrigieren wir. Was korrigieren wir damit? Viren, Pilze, Bakterien, Parasiten und die Protozoen, Einzeller. Da ist sonst nichts zu korrigieren. Entweder korrigieren wir uns selbst oder wir korrigieren die. Oder wir tun beides gleichzeitig. Das war's. Da ist sonst nichts. Eine dritte Möglichkeit ist, wenn ihr zum Arzt geht und er euch verschiedene Fungizide verschreibt. Orungal. Nach 3 Monaten könnt ihr eure Leber wegschmeißen, denn er verwendet chemisch synthetisierte Präparate gegen Pilze, die furchtbar toxisch sind. Sie töten den Pilz zusammen mit der Leber und den Nieren. Wenn es aber keine andere Möglichkeit gibt, wird der Arzt sie ihnen verschreiben. Wenn der Mensch zum Beispiel Aspergillus hat, die Pneumonie genannt wird, dann muss man natürlich sowas zunehmen. Muttermilch muss auf Bakterien hergestellt werden.
Ihr nehmt Acidophilus und gebt diese in die Milch. In industriellen Größen wird Buttermilch nicht mit Bakterien gemacht. Man verwendet den Milchpilz. Er zählt als weniger gefährlich. Er wird zwar als weniger gefährlich bezeichnet, aber was ist weniger oder mehr gefährlich? Es heißt, dass es edle, gutartige Schimmel gibt und nicht edle, bösartigen. Das ist wie mit den Männern. Wisst ihr, es gibt einen edlen und unedlen. Aber wenn ihr mit dem edlen Mann was anfängt, wird er ganz schnell unedel. Oder es gab einen edlen Menschen und dann leiht er Geld aus und wird plötzlich unedel. So auch mit den Schimmeln. Es gibt keinen gutartigen und bösen Schimmel. Es ist und bleibt Schimmel. Es heißt, dass Krebs mit Schimmel behandelt werden kann. Wenn höherwertige Pilze sich im Körper ansiedeln, schieben sie niedere Arten beiseite und nehmen ihren Platz an. Wie soll man aber die höherwertigen raustreiben? Das ist unklar. Sie werden niemals weggehen. Deswegen muss man extrem vorsichtig mit diesen Mitteln sein. Zum Beispiel sagt man auch, ich heile Arthritis. Ich frage, und was ist mit Gelenken? Die Antwort, weiß ich nicht. Ich heile einfach Arthritis. Man kann nicht einfach Arthritis heilen, auch wenn ihr das ganze Geld der Welt hineinsteckt. Man muss wissen, was mit deinen Gelenken ist. Entweder leben dort Ureaplasmen oder Chlamydia. Und das ist eine Mischung von Bakterien und Viren. Aber diese haben keinerlei Bezug zu den Pilzen. Entweder lebt dort Streptococcus und der Streptococcus ist eine Bakterie in reiner Form. Das alles ist unprofessionell. Statt solcher Heilung ist es besser, irgendwo zu wenig zu heilen. Der Körper wird selbst damit fertig. Man braucht eine gesunde Lebensweise. Pharmazeutik und Nutrizeutika. Die einen essen wir, mit anderen korrigieren wir. Weitere Programme gegen die Pilze sind dann unsere Programme. C-Free wird bei Candidiasis verwendet. Gegen etwas Größeres hilft das nicht. Das zweite Präparat, das gute Eigenschaften gegen Pilz hat, Rinde vom Ameisenbaum. Drittes Produkt, Silvermax. Die Gelform vom Silvermax wirkt örtlich, auf Haut, auf Schleime, sonst wohin. Es hilft von allem. Aber Psoriasis ist eine innere Krankheit, auch wenn der Friedhof auf der Haut liegt. Deswegen, egal wie man die Haut schmiert, wird der Pilz immer woanders rauskommen. Man kann Psoriasis weicher machen, aber das hilft nichts. Man muss alles nach innen einnehmen. Psoriasis ist innen drin. Er sitzt im Darm. Er sitzt in der Lymphe. Er sitzt in der Zwischenzellflüssigkeit und der Körper ist bei Psoriasis kein fließender Bergfluss, sondern ein stehender Schimmelsumpf. Wenn nur eine Stelle betroffen ist, bedeutet es, dass dieses Glied betroffen ist und alles drumherum. Wenn das überall ist, dann ist auch alles befallen. Von außen kann man noch so viel schmieren und abdecken, aber das alles wird von innen wieder rauskommen. Deswegen wird der Pilz von innen bekämpft. Zum Beispiel das Shampoo Head & Shoulders. Das ist so ein schönes Konzept. In Wirklichkeit sind Schuppen Pilz auf der Haut. Er kommt von innen, aber er lebt auf der Haut. Ein mächtiges Antibiotikum, das ein Bestandteil des Shampoos ist, neutralisiert ihn für eine Zeit. Sobald der Mensch aufhört, das Shampoo zu benutzen, kommen die Schuppen wieder zurück. Es wird einfach ständige Antipilzumgebung geschaffen. In Wirklichkeit funktioniert das Immunsystem nicht. Das Absterben der oberen Schichten der Haut geht weiter. Antipilzprogramm. Erstens, sie müssen langanhaltend sein. Man kann den Pilz nicht innerhalb eines Monats heilen. Das ist nicht real. Den Pilz muss man mindestens ein halbes Jahr behandeln, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Gemeint ist nicht zu heilen, sondern ihm die Nahrung zu entziehen. Man muss langsam auf ihn einwirken. Zwiebeln, Knoblauch, Nadelbäume, das was wir schon genannt haben. Und mit dem allem spezifischen Dingen zunehmen. Rinde des Ameisenbaumes, Silber, Knoblauch. Für außen. Teebaumöl. Zum Beispiel hat der Mensch Pilz auf dem Kopf. Er kann jahrelang täglich gegen ihn innerlich und äußerlich ankämpfen. Wie werden wir ihn innerlich bekämpfen? Öl vom Teebaum, tröpfchenweise, plus Rinde vom Ameisenbaum, plus Knoblauch, plus Aloe, das auch gegen Pilz wirkt. Unbedingt muss es zusätzlich noch von außen behandelt werden. Aber es ist fast unmöglich, reine ätherische Öle von den Haaren wieder abzuwaschen. Es ist besser, ihn irgendwohin hinzuzufügen. Deswegen kann man Teebaumöl regelmäßig ins Shampoo hinzufügen. Ungefähr 4 Tropfen auf eine Portion Shampoo. Auch ist es gut, Lecithin hinzuzufügen. Pilz mag kein Salz. Zum Beispiel kann man eine Kompresse mit Salz und Mikrohydrin machen. Wozu salzen wir Kraut? Wozu salzen wir die Gurken? Damit diese nicht schimmeln.
Also ist Salz und Zucker in großen Mengen tödlich für die Pilze. Deswegen legen wir für 1 Kilo Johannisbeeren 2 Kilo Zucker. Könnt ihr euch die Konzentration vorstellen? Oder wenn wir zum Beispiel die Gurken nur leicht salzen, werden sie anfangen oben zu schimmeln, weil da zu wenig Salz ist. Sehr stark gesalzene Gurken sind lange haltbar. Die in Essig halten ewig. Dann ist Essig für die Pilze gefährlich. Deswegen, wenn wir etwas essen, können wir Apfelessig, Weinessig, Zitronenessig nutzen. Das ist gegen Pilz. Das wird auch zur Unterstützung des Darmes sein. Aber die maximale Dosis, 1 Teelöffel. Wir geben es für den Geschmack in den Salat. Ich mache euch aufmerksam. Dies müssen natürliche Weinessige sein. Oder Apfelessig, Traubenessig, Zitronenessig, Preiselbeeressig. Also muss alles auf dem Tisch sein. Preiselbeeren, Eberesche, Drosselbeeren und möglichst wenig süß, als wir das gewohnt sind. Weil der Zucker zwar konserviert, zerstört aber andere Prozesse. Wie können unsere Programme gegen Pilz aussehen? Zum Beispiel Rinde vom Ameisenbaum. Je 2 Kapseln dreimal am Tag. Weniger hat keinen Sinn. Dazu müssen unbedingt natürliche Bakterien hinzukommen, weil die Bakterien im Antagonismus mit Pilz sind. Das kann Acidophilus, Megaacidophilus oder Verdauungsformel sein. Es gibt schlechte Buttermilch, auf Pilz basierend, und es gibt gute Buttermilch, die auf Acidophilus basieren, den Milchsäurebakterien. Das ist heilende Buttermilch, Buttermilch der Gesundheit. Wenn ihr unser Acidophilus nehmt und ihn in die Milch hineingibt, auf 1/2 Liter 2 Kapseln, bekommt ihr eure eigene Acidophilus-Buttermilch. Das ist sehr gut. Ihr werdet immer ein Produkt gegen die Pilze haben, weil Acidophilus Milchsäurebakterien immer in Konkurrenz zu Pilzen sind. Alles, was lange hält, kann keine Bakterien enthalten. Wenn das Haltbarkeitsdatum 1 Woche ist, können dort Bakterien sein. Wenn es 1/2 Jahr hält, gibt es dort keinerlei Bakterien. Wenn ein Kind Psoriasis hat, Diathese, Neurodermitis, Dysbiose, dann darf man die gekaufte Buttermilch nicht zunehmen. Zur Rinde braucht man unbedingt irgendeinen Immunitätsstimulator. Ein guter Immunitätsstimulator gegen die Pilze ist Aloe. Man kann Knoblauch hinzufügen, man kann Katzenkralle hinzufügen, man kann Immun 360 hinzufügen. Übrigens, in Immun 360 ist ein wenig Pilz hinzugefügt, weil einige Pilze das Immunsystem erschrecken und er wacht auf. In besonders schweren Fällen füttert ihr deswegen die Immunität und es wacht nicht auf. Dann ist die Anwendung von Immun gerechtfertigt, weil dort ein wenig Pilz ist. Das alles erschreckt die Immunität und ist somit Immunitätsstimulator. Wenn zum Beispiel eine schwere Pathologie vom Pilzbefall vorliegt, dann kann man von der Katzenkralle 4 Kapseln nehmen. Wenn es etwas Einfacheres ist, dann 1, 2 Kapseln. Dosierungen gehen je nach Anweisung auf Fläschchen. Alles, was bei Pilz verwendet wird, das wird 2, 3 Monate mit Abstand eingenommen, mit Unterbrechungen. Aber das muss unbedingt langanhaltend sein. Der Pilz muss langsam auf Null runtergehen. Jedenfalls muss er sich so weit beruhigen, dass er uns nicht stört. Das Schema der Einnahme hängt davon ab, was passiert, nachdem der Mensch das Programm begonnen hat. Wenn der Mensch das Programm angefangen hat zu trinken und der Pilz sich verstärkt hat, muss er das Programm verringern. Abwarten, bis der Pilz sich beruhigt hat. Währenddessen Wasser trinken, sich richtig ernähren. Wenn wir einfach nur das Anti-Pilz-Programm nehmen, dann wird nichts klappen. In den meisten Fällen klappt nichts. Wenn wir schon den Weg einschlagen, dann müssen wir ihm folgen. Wir müssen unserem Algorithmus folgen. Erster Schritt, Psychologie. Wenn ihr verstanden habt, was, wie und wann, wo die Ursache liegt. Zweiter Schritt, Nahrung. Die ganze Nahrung muss zur Verringerung des Pilzes und zur Steigerung des Immunsystems sein. Getränke müssen vollkommen organisch sauer sein. Saft der Preiselbeere, Saft der Petersilie, Dill. Zusätzlich Wasser, viel strukturiertes Wasser, damit sie die Gifte, Toxine rausbringen und rausschwemmen. Weiter sind das Bakterien, Viren, Parasiten, Programme. Hier folgt auch die Rinde des Ameisenbaumes, Knoblauch, Sefri. Das ist nur die dritte oder die vierte Etappe. Nachdem diese 2, 3 Monate angedauert hat, können wir mit der Bereinigung anfangen. Davor hatten wir nichts zu säubern. Er wuchs überall. Wenn der Pilz anfängt abzusterben, und wie findet ihr heraus, ob er abstirbt? Er stirbt ab, wenn er abfällt. Zum Beispiel habt ihr angefangen, ein Anti-Pilz-Programm zu trinken. Husten fängt an.
Das ist gut, weil die Reinigung begonnen hat und ein Teil des Pilzes durch die Bronchien geht, ein Teil durch die Nase. Ihr macht das Antipilzprogramm und aus der Vaginascheide beginnt der Ausguss. Dann wird der Pilz durch diese Lymphknoten rausgehen. Es fängt an, von der Haut abzublättern. Das bedeutet, der Pilz geht durch die Haut. Wenn darunter neue Haut anfängt zu wachsen, dann ist der Prozess gut. Wenn sie nicht nachwächst, geht der Prozess langsam. Dann gibt es nicht genug Immunität und Nährstoffe. Das bedeutet, man muss die Regenerationsprozesse, Prozesse der Wiederherstellung beschleunigen. Der Prozess des Absterbens ist normal. Die Haut blättert ab, alles fällt ab und der Wiederherstellungsprozess geht nicht. Dann entstehen irgendwelche Verletzungen der Hautoberfläche. Er sagt, ich reinige mich. Hast du irgendwo irgendwelche Ausscheidungen? Nein. Wo ist es? Wo geht das hin? Das funktioniert dann nicht. Der Organismus wird nicht gereinigt. Deswegen, wenn ihr das Lymphsystem anfängt zu reinigen, muss bei euch der Husten anfangen. Schnupfen, Schleim, Leichen müssen ja irgendwo hingehen. Wenn ihr Nagelpilz habt, dann wird er ganz durch die Haut gehen, aber auf seiner Stelle wird ein neuer Nagel wachsen. Die nächste Innergefäßflüssigkeit, die herangeht, wird also schon gesund sein. Nochmal, wo lebt der Pilz? Im Darm, in der Zwischenzellflüssigkeit, im Lymphsystem. Wo muss man den Kampf mit ihm anfangen? Im Darm, zuerst den Darm, Immunität und dann Innergelenkflüssigkeit. Wenn man bei Nagelpilz die Behandlung am Arm oder am Fuß beginnt, wird das nicht funktionieren. C3 hat überhaupt keinen Einfluss auf Nagelpilz. C3 wirkt nur auf Candida und das ist kein Nagelpilz. Deswegen hilft C3 nicht. Lies die Anweisung. Auf C3 steht nur für Candida. Um zu erfahren, welcher Pilz das ist, muss man eine Analyse auf die vielfältigen Pilze durchführen. Das kann Mykose oder Ureoplasma, Mischung von Bakterien und Viren sein oder Mykoplasmen. Das ist ein Pilz mit Bakterien, eine mutierte Form von Bakterien und Pilz. Auf jeden Fall zuerst Produkte, Getränke, Programme gegen Pilze und dann Reinigung. Dann Fermente und Bakterien, Zellregenerierung. Wenn etwas nicht hilft, zum Beispiel der Pilz stirbt nicht ab, kann der Arzt etwas hinzufügen, aber das kann nur ein Arzt tun. Ihr könnt nicht selbst Präparate aussuchen, weil der Arzt den Pilz sieht und eine Dosis von chemischen Präparaten gibt. Dennoch muss davor gesagt sein, einfach chemische Präparate helfen nicht. Zum Beispiel trinkt der Mensch Rinde vom Ameisenbaum und er hat Pilz, der nicht weggeht. Er wirkt auf ihn nicht. Hier gibt es noch ein Zauberwort, das heißt Immunität. Wenn das Immunsystem nicht funktioniert, muss man zuerst mit der Rinde des Ameisenbaumes versuchen, das Immunsystem zu stärken. Immunität, das ist Knoblauch, Selenium, First Food, Kolostrum, also Erstmilch, Katzenkralle, Immun 360, High Fat. Am besten ist das so. Ein Monat lang Antipilzprogramm, Silber, Knoblauch, Rinde vom Ameisenbaum und einen Monat Immunität, Katzenkralle, Immun 360, High Fat. Also recht mächtiges System. In der Regel, wenn der Mensch Pilz hat, droht ihm nichts mehr, denn der Pilz wird schon überall sein. Er hat bereits alle Bakterien gefressen. Wenn er unser Terrain besetzt, dann ist es für lange, weil der Pilz eine mächtige Sache ist. Ich wünsche allen eine starke Gesundheit. Olga Butakova mit Übersetzung Natalia Treflow.